vielen Dank. Ich möchte gleich noch einen Text hinterher schieben, der mir persönlich auch sehr, sehr wichtig ist, der auch sehr aktuell ist, mir sehr am Herzen liegt. Er hat ein Zitat, das ich ansagen möchte. Es ist auch gleichzeitig der Titel des Textes. Und zwar, was für die Spinne normal ist, ist für die Fliege das Chaos. Ich wünschte, es wäre von mir. Stefan ist 31 und Finanzwirt. Er wohnt in einer kleinen Stadt bei Frankfurt. Er hat einen iPod und eine Freundin, genau in dieser Reihenfolge. Wenn man ihn fragen würde, würde er sagen, er sei glücklich. Er steht jeden Morgen früh auf, kommt abends nach Hause zu seiner hässlichen Familie aus dem Odenwald und geht zeitig ins King-Size-Bett, um morgens wieder früh und entnervt aufstehen zu können. Laut Definition ist Stefan völlig normal. Und Normalität ist schrecklich langweilig. Normale Menschen begreifen mit Mitte 40, dass sie ihr Leben verpasst haben, finden ihre Bestimmung in einer großen Wohnung, die völlig ohne Geschmack mit Buddhas und Tonsoldaten eingerichtet wurde, und lieben ihre Kinder. Aber nur, wenn sie im Supermarkt nicht schreien, die Wohnung nicht vollkotzen oder sich ohne BAföG und Kredit für ein sicheres Studium entscheiden. Aber was für die Spinne normal ist, ist für die Fliege das Chaos. Und das Spinnennetz ist endlos. Überall sitzen sie, in Restaurants und essen Gulasch, in der Straßenbahn und legen ihre Taschen auf den letzten freien Platz, und sie stehen in Schlangen. Hauptsächlich stehen sie in Schlangen und seufzen. Es sind die Menschen, die bei Zugverspätungen den Schaffner verschmähen, die Menschen, die die Todesstrafe für Kriminelle fordern, und die Menschen, die mit ihrem fetten Wanst im Wohnzimmersessel sitzen und sagen, es sei Zeit, auf die Straße zu gehen, Ulla, obwohl sie sogar zum Einkaufen ihre Ulla schicken. Manche nennen sie normallos, ich nenne sie traurig. Als Pegida aufkam, waren die Liberalen, die Politiker und die Moralisten überrascht. Ich hatte nicht mal mehr die Kraft, den Kopf zu schütteln. In einem Land, das von einer Frau regiert wird, die Flüchtlinge streichelt, wenn sie weinen, und einen Finanzminister hat, dessen eigentliche Behinderung nicht darin besteht, dass er in einem Rollstuhl sitzt, wundert es mich nicht mehr, dass vor allem der Teil des Landes, der strukturschwach vor sich hin vegetieren musste und dessen Kultur abwertend nur als Östdeutsch bezeichnet wird, nichts anderes mehr als Zorn in sich trägt. Das ist normal. Dass sie sich dabei für Fremdenfeindlichkeit entscheiden? Traurig. Dass ich, der schon mal Kleidung bei H&M gekauft hat, ab und an mal eine Coca-Cola trinkt und ein paar Nestle-Produkte nicht schlecht genug findet, um auf sie verzichten zu können, bei dem Video von Frau Merkels missglückter PR-Aktion zu Tränen gerührt wurde, widert mich selber an. Doch was mich dabei wirklich stört, ist die Tatsache, dass mir vor Augen geführt wurde, wie verdammt normal ich zu einem großen Teil noch bin. Und dabei ist Gefühle zeigen doch das Menschlichste der Welt. Auch Frau Merkel hat endlich mal Gefühle gezeigt. Allerdings erinnert mich das immer an eine unantastbare Großmutter, die nie eine Miene verzog und immer streng war, bis sie dann auf einmal merkt, dass ihre abweisende Art dazu geführt hat, dass ihre Enkel Angst vor ihr haben. Dass Merkel vor Kameras aus ihrer Seriosität ausbricht, liegt wohl hauptsächlich daran, dass sie in diesem Moment selbst merkt, dass sie ein Angstbild für viele ausländische Menschen geworden ist, stellvertretend für eine Politik, die sie natürlich nicht alleine führt, aber für die sie den Kopf hinhalten muss. Das Schicksal hat sie selbst gewählt. Der Rest ist Unglück im Unglück. Letztens hat ein kleines Mädchen in der Straßenbahn gesagt, dass es doch voll normal ist, dass man sich küsst, wenn man sich liebt. Ich stimme ihr zu und sage sogar noch, dass Liebe das Normalste der Welt ist. Wenn ich also Menschen begegne, deren Meinung es ist, dass gleichgeschlechtliche Liebe eben ungewöhnlich und keine Ehe wert ist, kann ich mich nicht verwehren, nichts anderes zu sagen als, nein, halt dein Maul. Das hat nichts mit Meinungen zu tun, sondern mit Liebe. Und die ist schließlich richtig völlig normal. Mein Weltbild wurde erst wieder zerstört, als ich sah, wie eine Masse auf der Straße anfing, Parolen zu grölen, in denen es hieß, dass wer Deutschland nicht liebe, Deutschland verlassen solle. Ich bin der Meinung, dass jeder, der seine Mitmenschen nicht liebt, Deutschland verlassen solle. Also los, raus, da ist die Tür. Das Pauschalargument lautet, dass Flüchtlinge aus den Ländern kommen, in denen wir Urlaub machen. Dann bitte, tausch doch einfach. Das wäre doch mal ein ganz normaler Move. Ich glaube, in Syrien ist gerade eine Menge Platz. Ich liebe die unterschiedlichen Sprachen. Auch wenn Arabisch für mich klingt, als würde jemand die ganze Zeit mit einem Brechreiz kämpfen. Ich liebe die Dönerbuden und Internetcafés, auch wenn ich glaube, dass dort einen Laptop zu kaufen schlecht angelegtes Geld sein kann. Und ich liebe Couscous. Scheiße, ja, ich liebe Couscous. Und Bulgur und Sushi. In Sushi könnte ich mich reinlegen, verdammt. Ich liebe die Straßenmusiker, die keinen einzigen Ton treffen. Den Verrückten, den sie in Darmstadt nur den Piraten nennen, weil er als Seeräuber verkleidet Pfand sammelt. Und ich liebe auch, Teil einer normalen Gesellschaft zu sein und Steuern zu zahlen. Das liebe ich vielleicht nicht. Aber ich weiß, dass es für etwas gut sein wird. Vielleicht ja auch mal, um ein Land zu retten. Und Stefan weiß das auch.
Er ist 31 und Finanzwirt. Ich meine, er wohnt in einer kleinen Stadt bei Frankfurt. Er hat einen iPod und eine Freundin, immer in dieser Reihenfolge. Doch was viele nicht wissen ist, dass Stefan heimlich Gedichte schreibt. Richtig schlechte Gedichte. Über die Liebe und das Leben, die Hoffnung, sie sind nicht gut gereimt, Rechtschreibung kann Stefan auch nicht. Aber täglich, wenn er im Zug zur Arbeit sitzt, schreibt Stefan ein Gedicht und stellt sich dabei vor, dass seine Freundin sie eines Tages finden wird, in der Schublade unter seinem Schreibtisch. Er ist die zappelnde Fliege im Netz. Das ist nicht normal, aber auf eine ganz eigene Art und Weise auch überhaupt nicht traurig. Dankeschön. Yeah!